wird der Gewinn aus dem Verkauf meines Grundstücks an meine Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Schock sitzt tief, die deutsche Rentenversicherung fordert von Ihnen überzahlte Witwen- oder Witwerrente zurück. Sie haben eine Eigentumswohnung, ein Grundstück oder ein was auch immer als Immobilie verkauft und haben hieraus einen Veräußerungsgewinn erzielt. Und genau diesen Veräußerungsgewinn möchte jetzt die deutsche Rentenversicherung an Ihre Witwenrente anrechnen lassen. Einkommen, welches ich zum Zeitpunkt der Witwenrente oder der Witwerrente erziele, wird unter bestimmten Voraussetzungen, Umständen an die Witwenrente angerechnet. Im Grundsatz wird neben dem sogenannten Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen auch Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermögenseinkünfte angerechnet. So steht es sinngemäß im § 18a Sozialgesetzbuch Nummer 4 geschrieben. Und zum Vermögenseinkommen gehören unter anderem auch Einnahmen aus einem Gewinn, und zwar wenn dieser Gewinn steuerpflichtig zum Beispiel realisiert wird aus dem Verkauf eines Grundstücks oder einer Eigentumswohnung. Und der Gewinn aus einem Grundstücksverkauf ist immer dann steuerpflichtig, wenn Sie das Grundstück innerhalb von 10 Jahren nach eigenem Erwerb wieder verkaufen. Diese 10-Jahresfrist ist die sogenannte Spekulationsfrist. Wenn Sie aber das Grundstück erst nach 10 Jahren nach Ihrem eigenen Erwerb verkaufen, dann ist der Gewinn, den Sie aus der Veräußerung dieses Grundstücks erzielen, steuerfrei und dann keine anrechenbare Vermögenseinnahme auf die Witwen- oder Witwerrente. Dann würde in diesem Fall der steuerfreie Gewinn nicht an die Witwenrente angerechnet werden. Es gibt aber noch einen anderen Fall, wo der Veräußerungsgewinn, auch wenn er steuerpflichtig ist, trotzdem nicht an die Witwenrente oder Witwerrente angerechnet werden darf. Es gibt beim Einkommensanrechnungsrecht, bei der Witwen- oder Witwerrente oder auch Erziehungsrente, das sogenannte Altrecht, also altes hinterbliebenen Rentenrecht. Und das ist in § 114 SGB IV geregelt. Und nach dem § 114 SGB IV werden grundsätzlich nur Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen an die Witwen- oder Witwerrente als Einkommen angerechnet. Und ausdrücklich kein Vermögenseinkommen, denn diese Einkommensart ist in dem § 114 SGB IV überhaupt nicht erwähnt. Und altes Recht, altes hinterbliebenen Rentenrecht, findet Anwendung zum einen, wenn der Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder aber die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der Ehegatten vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. Einfach mal in § 114 Sozialgesetzbuch Nummer 4 nachlesen. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann wäre auch bei einem steuerpflichtigen Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks oder der Eigentumswohnung keine Anrechnung auf die Witwenrente oder Witwerrente vorzunehmen. Wer aber bei Anwendung des § 114 gewerblich Wohnungen oder Grundstücke veräußert innerhalb der Spekulationsfrist oder wie auch immer, der muss sich dann den Gewinn aus dieser Erwerbstätigkeit, das ist nämlich eine selbstständige Tätigkeit, dann an die Witwenrente anrechnen lassen. Wer aber nur einmal seine eigene Wohnung innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, handelt nicht im Sinne einer gewerblichen Tätigkeit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.